Ich heiße Walter Büsitzer, werde im Januar 91. Seit 2,5 Jahren bin ich Bewohner dieses Altersheimes Wienerberg. Es gefällt mir ausgezeichnet hier. Ich fühle mich wie in einem Schlaraffenland. Alles wird gemacht. Ich habe mich um gar nichts zu sorgen. Ich bin freischaffender Künstler, Maler. Ich wollte von Anfang an Künstler werden, aber mein Vater sagte, das ist brotlose Kunst. Ich habe in der Kunstgewerbeschule St. Gallen Werbegrafik studiert. Und dieser Beruf hat mich später ernährt. Ab 1953 hatte ich ein eigenes Atelier in St. Gallen. Über 55 Jahre habe ich den Beruf ausgeübt. Die reine Kunst, die Malerei, musste lange im Hintergrund bleiben. Und erst eigentlich im Alter habe ich wieder angefangen zu malen. Mein Beruf brachte es mit sich, dass ich Freude an alten Dingen hatte. Ich wurde Sammler. Glücklicherweise konnte ich ein paar wenige Antiquitäten hier ins Heim herüber retten. Unter anderem ist eine Öllampe. Die Lampe ist aus Bronze gefertigt und ist ungefähr 5000 Jahre alt, stammt aus dem alten Persien. Ich sehe in der Malerei nicht Darstellung von Gegenständen, sondern für mich sind die Farben reine Musik. Ich reihe farbige Flächen aneinander und versuche sie in farbliche Harmonien umzusetzen. Wenn ich so ein Bild in Arbeit habe, betrachte ich es auf Distanz stundenlang und studiere, welcher Ton könnte noch verbessert werden oder könnte besser zum Klingen gebracht werden. So drücke ich eigentlich meine Gefühle über rein die Farbe aus. Der Gegenstand tritt vollkommen in den Hintergrund und ist für mich unwichtig.
mein persönliches Verhältnis zur Kunst ist das folgende. Es ist das, was man nicht genau beschreiben und nicht beweisen kann. Das hat mich immer fasziniert. Gedankengänge, die der Logik entsprechen, aber nicht bewiesen werden können. Leider ist die Kunst auch eine Hure, mit der viel Geld gemacht werden kann, aber die eigentlich das Wesen der Kunst entwürdigt. Das Leben ist einerseits vergänglich, andererseits unendlich, ewig. Der vergängliche Mensch schafft vergängliche Werke, die vergehen. Aber der Mensch als seelisches Wesen, glaube ich, das ist mein Glaube, ist unendlich.